Hi, ich bin der David. Ich erkläre euch heute, wie man von einem Wheel zum anderen springt. Tipp Nummer 1 ist, wenn ihr ans Gerät dran springt, nicht mit komplett gestreckten Armen, das reißt euch das Teil aus den Händen, sondern leicht krumme Arme. So, wenn ihr rüberspringen wollt, braucht ihr Schwung. Aber versucht nicht 50 Mal hin und her zu springen, das bringt nichts. Sondern wenn ihr auf dem Weg nach oben seid, macht ihr die Knie krumm und vorne wieder lang. Hinten das gleiche und dann könnt ihr rüberspringen. So, wenn ihr jetzt den Sprung zum anderen Wheel macht, macht eine Welle von unten nach oben. Das heißt, ihr kickt zuerst die Füße vor, dann schiebt ihr die Hüfte hinterher und dann schmeißt ihr das Wheel hinter euch. Dadurch kommt ihr am zweiten Wheel mit den Fingern vorne an.